Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Battle Realms. Ja, wir stehen jetzt vor der Entscheidung. Helfen wir den Mönchen oder helfen wir den Ninjas? Und da wir jetzt aber den Drachenclan spielen, werde ich eindeutig mich um die Mönche kümmern, also den Mönchen helfen, damit sie sich uns anschließen. Die Ninjas haben zwar die geile Fähigkeit, sich tarnen zu können, aber das passt überhaupt nicht zum Drachenclan, weil der Drachenclan ist ja edel und anmütig und das sind Schattenkrieger, die sich dem Lotus-Clan vorher schon angeschlossen hatten und dem auch schon geholfen haben. Und deswegen auf keinen Fall werde ich die Ninjas anheuern. Wir helfen nämlich den Mönchen. Jedenfalls in dieser Runde. Stelle den Kontakt mit den Mönchen wieder her und gewinne ihre Unterstützung, um die Bedrohung durch die Lotus abzuwehren. Die spezielle Fähigkeit der Mönche ist, dass sie ganz schnell Lebensenergie und Ausdauer wiederherstellen können. Besonders praktisch, um sich schnell nach einem Kampf zu erholen mit der Meditation. Und wie gesagt, die können sich halt unsichtbar machen, was auch ziemlich geil ist, um Gegner auszuspähen. Aber das sind hinterhältige Krieger, die Ninjas, die dunklen Krieger. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle hinterhältig sind. Aber es sind halt die Schattenkrieger und die passen eher zum Lotus als jetzt, finde ich, zum Drachenclan. Und Otomo sagte ja auch, dass er diesen Schattenkriegern noch nie so getraut hat und wahrscheinlich werden sich die Ninja uns wieder gegenüber böse einstellen, sobald wir kein Geld mehr haben. Also ich finde Ninjas übrigens mega geil, aber hier in diesem Let's Play werden wir uns den Mönchen anschließen oder die Mönche werden sich uns anschließen, weil wir denen jetzt helfen. So, bevor ich mich jetzt hier noch in mehrere Verwirrungen rede, starten wir jetzt gleich mal die Mission. Stelle den Kontakt mit den Mönchen wieder her und gewinne ihre Unterstützung, um die Bedrohung durch die Lotus abzuwehren. Kenji, dem Himmel sei Dank. Es ist zu lange her, lieber Bruder. Du kommst gerade noch rechtzeitig. Der Lotus-Clan steht vor den Brücken und er hat die Ninjas mitgebracht. Die wollen eine alte Rechnung begleichen. Dann müssen wir uns beeilen. Ruft die Mönche zusammen und macht euch zum Kampf bereit. Der Lotus-Clan hat sich mit den Ninjas verbündet. Bündnis mit den Mönchen zu vereiteln. Wenn es uns gelingt, den Außenposten des Lotus-Clans zu zerstören und die Angriffe der Ninjas abzuwehren, so werden wir siegreich sein, vorausgesetzt, dass das Kloster noch steht. Ja, und eine andere Info, die ich nochmal kurz sagen kann, wir haben den Wolfsclan nicht mehr als Feind und Kenji hat ihnen in der letzten Folge Zuflucht gewährt, das heißt eventuell ein neuer Verbündeter. So. Hier oben ist ein kleines Reisfeld. Ich muss jetzt erstmal nach hier unten sprinten. Geh mal bitte mit nach hier unten. Ach, die kann ich gar nicht steuern. Schnell mal ausgeschaltet. So, ich hoffe, dass das hier unten die richtige Wahl ist. Wie wir auch sehen können, hat Kenji sein Aussehen wieder geändert. Er hat jetzt eine richtige Drachenrobe und alles an. Richtig, richtig Schmucke. So ist Kenji halt verändert öfter mal sein Aussehen im Spiel, wie man ja von Anfang an gesehen hat. Verstanden. Ich diene dem Drachen. So, dann wollen wir mal... Die schicken hier auch die ganze Zeit Mönche. Ich möchte ja am besten, dass ich hier oben gleich Verteidigung mit hinschicke. Wenn die angegriffen werden, möchte ich, dass ich sie hier ein bisschen verteidigen kann. Während ich hier meine Armee aushebe. Hier kann ich leider nirgendwo einen Wachturm errichten, was schade ist. Oder war das gerade hier? Nee. Denn hier hinten auch nicht. Dann kann ich leider nur hier ein.
Ich bin unterwegs. Ja, mein Fürst. Ich gehorche. So, und dann wollen wir auch schnell anfangen mit dem Dojo. Hier ist das natürlich alles ein bisschen eng. Ich bin unterwegs. Natürlich auch wieder sehr klug hingesetzt, dieser Wachturm. Ich diene dem Drachen. Die werden hier nämlich unentbehrlich. Unaufhörlich attackiert. Verstanden. Der Geist ist konzentriert. So sei es. Ich muss mal kurz gucken, was das Kürzel für bewachen ist. G. Ziel erfasst. Bin unterwegs. Am besten, ich errichte auch hier oben einen Aussichtspunkt. Ein Aussichtspunkt. Ihr wisst, einen. Wie nennt sich das noch? Ja, einen Aussichtsturm. Oder einen Wachturm auch genannt. Ich so, helf mal schnell. Bin unterwegs. Ja, mein Fürst. Gut, der ist schon errichtet. Wir werden natürlich hier auch angegriffen, als hätte ich das anders gedacht. Und das gar nicht mal zu schwach. Gleich schon mal verkacken hier. Gleich am Anfang schon verkackt. Ich gehorche. Ich bin unterwegs. Das ist doch super. Kann ich eigentlich auch... Ich meine, hier ist ja auch Wasser, ne? Leute, ich werde einmal die Folge pausieren. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alles so eingerichtet habe, wie ich es gerne hätte. Bis gleich, ciao! So, meine lieben Zuschauer, bevor ich jetzt euch das ganze Game draußen lasse, habe ich euch jetzt einfach mal wieder dazu geschaltet. Ich habe mich jetzt entschlossen, hier oben hinzuziehen und hier so ein bisschen alles aufzubauen. Ich habe jetzt gerade hier unten nochmal die Hütte errichtet. Ist alles ein bisschen stressig, diese Karte, weil die nonstop angreifen. Man hat hier quasi gar keine Ruhe. Ich glaube, hier ist so Offensive mit so ein bisschen die richtige Entscheidung. Natürlich hat man hier oben auch nicht so geilen Platz, muss ich ja ehrlich zugeben. Wenn die denn mit so einer kleinen Streitmacht kommen, dann wird das hier natürlich auch kritisch. Weil deren Ziel ist ja hier eindeutig das Ding hier auszulöschen. Das Kloster, nicht das Ding. Ich diene dem Drachen. Ich kann natürlich jetzt... Ich errichte hier unten mal den Dorfplatz. Hier habe ich ja genug Platz für diese ganzen Zusatzgebäude. Ich bilde hier vornehmlich Lanzenträger aus, weil die schnell sind und die habe ich auch schon mit beiden Sachen verstärkt. Mit Drachenherz und Drachenstärke. Das geht einfach am besten. Ich kann das Kloster auch reparieren, wenn es beschädigt ist. Ich gehorche. So, und da ich jetzt hier einen weiteren Dorfplatz erbauen konnte... kann ich jetzt auch gleich noch einen weiteren Wachturm bauen. Hier. Meine Lanzenträger haben es übrigens gerade nicht geschafft, diesen Turm hier auszuschalten. Oh doch, anscheinend doch. So, ich werde sie jetzt mal so ein bisschen hier in die Richtung schicken. Ein bisschen für Unruhestift sorgen. Da werde ich jetzt übrigens mal so ein Dauerding machen. So. Jetzt will ich auf jeden Fall
Nee, da wird der Turm wahrscheinlich zu oft angegriffen. Hier will ich noch einen hinmachen, weil von hier aus kommen die echt oft. So, hier unten. Jetzt möchte ich hier oben. Hier steht auch noch einer. Blöd rum. Kann ich hier irgendwo einen Brunnen errichten? Ja, sehr gut. Das ist natürlich sehr gut. So. Turm schon fertig? Nee, wird gerade noch gebaut. Die Ninjas interessieren sich auch gar nicht für meine Gebäude, aber anscheinend für meinen einen Bauern, den sie da gerade klicklich ausgelöscht haben. Ja, mein Fürst. Erledigt. Todsicher. So, ich brauche nämlich jetzt gleich noch einen Bogenschützen, den ich ausbilden muss. Hier, du kannst ja schon mal da reingehen. Ja, mein Fürst. Da ist auch ein Bauer wieder übrig. Kann ich ja vielleicht doch noch hier irgendwo... Komm mal, hier würde der fast hinpassen. Mann, ist das blöd. Ja, dann muss ich den hier hinsetzen. Wobei lieber hier. So. So, natürlich. Den schicke ich den da hoch. Hier unten werde ich bis jetzt noch in Ruhe gelassen. So, ich kann hier nochmal die nächste Hütte aufbauen. Ich gehorche. Ich kann übrigens schon mal ein neues Projekt ankündigen, auf was ich schon richtig Bock habe. Und zwar, ihr kennt ja alle das Rollenspiel Aion und davon möchte ich so ein kleines Let's Play machen. Einfach so, dass ihr mich so ein bisschen begleitet auf der Welt von einem kleinen Charakter zu einem größeren. Ich weiß, es gibt ganz viele Rollenspiele, aber Aion war damals eines meiner ersten Bezahl-MMOs, wofür ich mir wirklich... ein Abo besorgt habe. Ich habe zwar nie so lange gespielt, weil irgendwie damals die Zeit fehlte, aber... Oh, da kommt übrigens gerade ein Hexenmeister. Aber es war trotzdem damals mein erstes MMO und damals war ich einfach so geflasht davon. Ich fand's geil. Ich habe nur leider die Zeit nicht gehabt, wegen Schule und allem drum und dran. Und ich hatte natürlich damals auch noch nicht genug Geld und alles, um mir die ganzen... um mir eine neue 30-Tage-Subscription da zu kaufen und zu erlauben. Deswegen habe ich das, glaube ich, nur diese 30 Tage gezockt, aber ich fand es mega geil. Und jetzt ist es ja sowieso Free-to-Play. Und dann dachte ich, ach, ich gönne dem Spiel doch nochmal eine Chance. Und was heißt eine Chance? Oder ich will da noch einfach nochmal reingucken, weil seitdem ist das ja ziemlich lange her. Und da möchte ich einfach mit euch ein bisschen nochmal reingucken, was sich da alles so getan hat, wie das jetzt so ist. Und deswegen... ja, werde ich davon so eine kleine Let's Play-Reihe starten. Mal gucken, wie lang die wird. Muss ich mal sehen. Ich weiß, ich habe noch einige andere Projekte, auch pausierte Projekte. Die werden auch irgendwann noch zu Ende geführt oder weitergemacht. Also die breche ich auf keinen Fall ab, besonders nicht. Legend of Legaia, das wird auf jeden Fall auch noch weitergemacht. Und Heroes of Annihilated Empires habe ich ja noch als laufend markiert. Das wird auf jeden Fall auch noch weitergeführt. Was natürlich momentan so ein bisschen langlebig ist. Was heißt langlebig? Ja, streckend. Lange ist, weil man da so Massenarmeen ausheben muss und alles drumherum. Das ist doch ein bisschen anstrengend manchmal, aber das werde ich auch weiterführen, weil... verstanden. Ich halt noch so eine besondere Erinnerung an das Spiel habe. So, hier unten mache ich jetzt mal eine Blockade. Jetzt kann ich nämlich langsam anfangen, Samurais auszubilden, aber ich möchte hier doch nochmal ein bisschen nerven gehen. So, ich will jetzt mal ein bisschen erkunden gehen. Hier, guck mal, das ist so geil, die laufen einfach immer dran vorbei. Also scheiß drauf. Bist hier von allen möglichen Gegnern attackiert. Oder von uns attackiert, weißt du. Und die ignorieren das einfach. Naja, kann man auch mal machen, ne? So, dann gehen wir mal hier runter.
Ich weiß ja nicht, wo die ihr Lager haben. Ich vermute mal da oben. Aber da kommt man nicht längs. Ich muss hier so längs. Da ist ein Wachturm. Da merkt man mal, wie viel die aushalten. Ne? Das ist Wahnsinn. Guck mal, die Ninjas interessiert das gar nicht. Verdammt, fast hätte ich es geschafft. Ara, bitte hier nicht einen auf Verfolgung machen. Wäre ich dir sehr verbunden. Ich kann dir hier gerne noch einen Turm hinstellen, wenn du möchtest. Das ist doch keine Herausforderung. Ja, mein Fürst. Dann hören die auch noch auf zu arbeiten. Supi. Gut, ich kann jetzt hier mal langsam so eine Ausbildungsreihenfolge machen, wie schon gewohnt. Ach, wollte ich hier nicht mal das blockieren? Warum sind da immer noch drei? Oder sind das noch die von vorhin? Gut, dann kann ich sie ja erstmal hier hinschicken. Verstanden. Erledigt. So, kletter da mal hoch bitte, Ara. Ja, mein Fürst. So, dann kann ich jetzt ja auch mal Drachenherz machen. Wo haben wir es denn hier? Da wird natürlich jetzt gerade fleißig ausgebildet, also kann ich das noch nicht. Vielleicht kann ich aber gleich heißer Stahl machen. Dann bilde ich jetzt erstmal zwei Geschoss aus. Ich bin unterwegs. Ja, mit Reis hänge ich natürlich ziemlich hinterher, weil hier nur einer erntet. Ich gehorche. Verstanden. Wasser kommt so schnell nach. So, könntet ihr bitte eure Ausbildung weiter fortschreiten? Danke. So, jetzt kann ich auch heißer Stahl machen, wenn da nicht 30 Leute vorstehen würden. Von hier kommen kaum noch Einheiten. Das ist natürlich auch sehr nett. Könnt ihr einmal kurz warten? Darf ich einmal heißer Stahl machen? Danke. Ich folge euch auf eurem Weg. Ja, Meister. Weil dann kann ich jetzt meine kleine Armee hier ausheben und dann geht's auch schon los in den Angriff. Und da kommt schon wieder ein Hexenmeister. Ja, das war's mit dem Hexenmeister. Ara regelt sowieso alles aus 5000 Metern Entfernung. Oh, werde ich hier bald angegriffen? Es könnte passieren. Aber ist nicht schlimm, das ist ja nur so ein kleiner Außenposten hier. Natürlich nervig, wenn sie meinen... Nee, passiert aber nicht. Guck mal, da sieht man mal, wer stärker ist. Da ich ja Gott sei Dank heißen Stahl hatte, konnte mein Samurai da triumphieren. Ich folge euch. So, ich möchte einmal die Geishas verbessern, und zwar mit der Kunst der Massage. So, aber es sieht schon ganz gut aus, dass ich bald meinen ersten Angriff wagen kann. Ja. Bin auf dem Weg. So, jetzt kann ich das aber auch schon fast wagen. Während die anderen ausgebildet werden, werde ich jetzt mal hier langsam mit meinen Samurai gern Angriff gehen. Und zwar erstmal hier hin. So, Mönche haben das hier ja im Griff. Mein Schwert ist euer. Ja, mein Fürst. Guck, und das meine ich. Jetzt kann er ganz schnell seine Lebensenergie regenerieren. So, und jetzt werden wir hier den Wachturm ausschalten. Man darf diese Hexenmeister einfach nicht unterschätzen. Oder das sind ja nur... Wie heißen die denn eigentlich noch? Die sind aber auch jeden Fall... Die haben es auch drauf. So, ich möchte die Geishas mal hinterher schicken. Ich folge euch. Hoffentlich werden die da nicht grausam attackiert gleich. Für den Drachen. Ich bin auf dem Weg.
So, wo sind meine ganzen Samurais hin? Eins bitte sammeln. Ja, ach, du bist der Einzige, der noch davon übrig ist, oder was? Bin auf dem Weg. So, dann bitte hier Richtung hochgehen. Richtung hochgehen. Mhm, genau das. Ja, Meister. Für den Drachen. Ja, ich komme in letzter Zeit übrigens auch so selten zum Aufnehmen. Ach, ich weiß auch nicht. Ich kann das nicht genau erklären. Es nervt mich selber total. Ich kann mich dann nicht so wirklich aufrappeln. Und dann wird halt keine Aufnahme gemacht, ne? Das ist das Problem. Ja, aber jetzt habe ich es ja endlich geschafft und es schockt natürlich wieder, ne? Wenn man es erstmal gemacht hat, dann ist auch alles in Ordnung, wenn man dann in der Aufnahme ist. Schnell heil mal deine Kollegin und hier deinen Kollegen. Super, vielleicht kann ich ja mal ein paar schnell hinterher schicken. Ja, mein Fürst. Wer steht denn hier rum? Oh, auch ein paar. Für den Drachen. Bin auf dem Weg. Bitte nicht nur rumstehen. Wir brauchen die Hilfe von euch. Ich glaube, besonders auch, weil die Geschas sich gerade wieder erledigt haben. Ne, eine lebt noch. Schnell weg. Schnell weg. Okay, dann nicht. Kann ich vielleicht gerade... Bitte, 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 bitte. Ah, war ja klar. So, Drachenfeuer, Drachenfeuer. Warum sind die denn alle wieder ausgelöscht? Kenji, komm, du musst mal ein bisschen mithelfen. Samurais, bitte. Das andere regeln hier die Bogenschützen und Ara. Und die Mönche natürlich. Natürlich. Ziel erfasst. Siehste, der Bogenschütze sagt auch natürlich. Wo ist Kenji eigentlich? Ist er schon gestorben? Nö. Bin auf dem Weg. Ja. Was ist er denn? Er muss ja irgendwo sein. Hä? Lol. Kenji ist verschwunden. Ach, da steht er doch. Hä? Einverstanden. Hätte ihn doch darüber geschickt. Warum sind denn jetzt hier schon wieder alle ausgelöscht worden? Angriff. Für die Ehre. Ja, natürlich, weil die auch Einheiten die ganze Zeit herstellen. Ist ja klar. Also ihr beiden könnt daher hinsprinten. So, aber der gute Herr muss ein bisschen langsamer dahin gehen. Zündet sie an! Für den Drachen! So, vielleicht kann ich auch noch schnell mal die natürliche Heilstärke erhöhen. Ist da noch ein bescheuerter Wachturm. So. Keine Pause, gleich die nächsten hinschicken. Ja. Mein Schwert ist euer. Ja, die töten auch immer erst die Bauern. Wie ihr befehlt. So, geh mal bitte mit da drauf. Dann müssen wir es jetzt gleich haben.
Kenji, kannst du mal stehen bleiben? Ja, dann schießt du halt. Kannst du auch machen. Solltest dich eigentlich ein bisschen ausruhen. So. Wir verdanken euch unser Leben, Drachenfürst. Gibt es von hier aus noch einen anderen Weg zur Hochebene? Nein, wir müssen erst wieder nach unten und dann durch die Berge, um zu ihnen zu gelangen. Sie werden uns schon erwarten. Keinen Schritt weiter, Zymet. Du bist groß geworden. Wo ist das Kleinkind, das ich einst schmollend hinter den Vorhängen im Thronsaal der Schlange fand? Das ist längst nicht mehr da. Und wo ist meines Vaters treuester Berater? Auch fort. Vielleicht sind wir ja beide erwachsen geworden, Kenji. Wenn du leben willst, endet der Krieg hier. Wir haben das Auge. Das Auge spielt keine Rolle. Fragt euren Freund. Du kennst ihn? Wenn er euch nicht tötet, werde ich es tun. Ich biete dir die Gelegenheit zu gehen, Junge. Dein Clan ist mit deinem Vater gestorben. Dies ist jetzt Lotusland. Ihr verschwendet eure Zeit. Er hat sich verändert. Er ist eins mit dem Drachen. Haltet ihn auf! Jetzt! Ja, das war's dann für diese Folge. Wird wohl noch richtig spannend werden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Danke fürs Zugucken. Ciao.